Willkommen beim Nerds of Law Podcast. Die Nerds of Law, das sind Katharina Bisset und Michael Lanzinger. Wir präsentieren euch Neuigkeiten zu Recht und Technik, spannende Interviews sowie Tipps und Tricks generell zur geekigen Seite des Rechts. Denn vergesst nie, Law is the ultimate science. Nerds of Law Episode 43. Tippen ist das neue Englisch mit Christina Maria Leb. Willkommen zur heutigen Nerds of Law Podcast Folge. Heute haben wir, darf man sagen, Miss German Legal Tech, Christina Maria Leb oder auch die Lawfluencerin zu Gast. Wer im Legal Tech Bereich unterwegs ist, kennt sie bestimmt, und das war auch der Grund, warum ich sie einfach ganz frech angeschrieben habe und gefragt habe, ob sie uns im Podcast besucht. Und es hat sie sehr gefreut, dass sie ja gesagt hat, und jetzt ist sie hier, aber vorstellen darf sie sich selber. Liebe Christina. Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Katharina, lieber Michael. Es ist total schön, hier zu sein. Ich danke erstmal für diese wahnsinnig nette Einführung und Vorstellung. Ja, mein Name ist Christina Maria Leb. Ich habe an der Uni Passau Jura studiert und mich dann im Zuge meiner Doktorarbeit mit dem Thema Legal Tech beschäftigt, speziell mit den vor allem berufsrechtlichen Grundlagen der Thematik in Bezug auf nicht nur Legal Tech, sondern die gesamte Digitalisierung. Und arbeite nebenher in einer größeren mittelständischen Kanzlei in München und bin aktuell im Rechtsreferendariat. Das heißt, du machst die klassische anwaltliche, den klassischen anwaltlichen Weg oder nicht? Weil so ganz ist das System bei uns noch nicht durchgesetzt. Ja, genau. Die Systeme unterscheiden sich ja durchaus signifikant, habe ich gelernt. Es ist so, dass bei uns ja erstmal das alles gleich ist. Ja, also die Ausbildung zum Volljuristen ist bei uns also seit 2 Staatsexamina voraus, das erste und das zweite. Und das erste macht man eben nach dem, also im Zuge des universitären Studiums, und danach setzt sich darauf das zweijährige Referendariat, wobei das auch immer weniger machen. Also das ist auch mittlerweile schon so, dass es sehr viele Berufsmöglichkeiten, gerade auch in der Wirtschaft, gibt, die eben schon mit dem ersten Staatsexamen oder auch mit alternativen Modellen, die eben zum Beispiel auch auf Bachelor-Master-Basis stattfinden, so im Wirtschaftsjura-Bereich. Aber ich habe mich doch dafür entschieden, die klassische Volljuristenlaufbahn erstmal zumindest die Voraussetzungen dafür zu schaffen, und mache also dieses zweite Staatsexamen hoffentlich noch fertig und schreibe in diesem Jahr jetzt ja schon im November die schriftlichen Prüfungen und hoffe, dass das alles klappt, genau. Ja, also ich habe gehört, das ist ähnlich lustig wie unsere Anwaltsprüfung, nur ein bisschen früher. Ja. Also mit lustig meine ich eines der schlimmsten Dinge im Leben. Genau. Das kann man schon so sehen, ja. Es ist aber, wobei, ist es irgendwie schon auch schön, diese Vielfalt auch zu sehen, nochmal der juristischen Berufe im Referendariat. Also ich habe zuerst mir gedacht, ist es denn jetzt nochmal so erfüllend, sage ich jetzt mal, alle verschiedenen Rechtsbereiche da nochmal so intensiv kennenzulernen. Also natürlich ist 11 Klausuren auf 5 Stunden natürlich sehr schön zu schreiben hintereinander. Aber so dieses Reinschnuppern in ganz verschiedenen Bereichen. Also ich bin zum Beispiel aktuell gerade im Bauordnungsamt bei uns in der Stadt Passau. Und das ist total interessant, auch hier nochmal so ins praktische Baurecht irgendwie reinzuschnuppern. Also das hätte ich mir nie gedacht, dass das irgendwie dann halt auch, weil es natürlich irgendwie auch Jura ist und deswegen meine Leidenschaft, aber dann auch in so einem ganz anderen Bereich, den ich jetzt seit dem ersten Staatsexamen nicht mehr irgendwie berührt habe oder auch drüber nachgedacht habe, doch so wahnsinnig interessant sein kann und da auch so ganz verschiedene Impulse zu bekommen. Deswegen muss ich schon sagen, also mir macht es sehr viel Spaß aktuell, unerwartet. Also probieren wir es kurz, weil ich will euch nicht hier, ich probiere es kurz aus. Ich will jetzt keine Mega umstellen. Also wir haben gar nicht die Möglichkeit in unserer Ausbildung so verschiedene Dinge zu machen. Also das finde ich extrem spannend. Ich meine, ich habe viele verschiedene Dinge gemacht, aber man sieht es immer wieder, dass bei uns Leute zur Anwaltsprüfung gehen, hochspezialisiert, und dann halt wirklich ein Thema haben, wenn sie Sachen lernen müssen, die sie schon seit
weiß nicht, 10 Jahren nicht mehr gemacht haben. Und das war bei mir definitiv auch so. Aber du hast auch was ganz anderes Spannendes noch gemacht. Du hast, weiß nicht, ist es die erste oder eine der ersten Dissertationen im Bereich Legal Tech geschrieben? Worum ist es gegangen und wie bist du zu Legal Tech gekommen? Ja, also es war so, ich habe eben 2016 dann nach einem Thema gesucht, weil ich eben gleich, also zwischen dieser Zeit sozusagen, also zwischen dem ersten und dem zweiten Staatsexamen promovieren wollte. Da ist man irgendwie noch nah an der Uni und am wissenschaftlichen Arbeiten, weil ich auch schon immer am Lehrstuhl als studentische Hilfskraft gearbeitet habe. Und deswegen dachte ich, das ist auch irgendwie schön, das noch so ein bisschen, ja, einfach dazwischen zu legen. Und ja, da macht man sich auf die Suche nach einem Forschungsthema und schaut natürlich, wo sind offene Forschungsfragen und wo gibt es irgendwie Möglichkeiten, sich da zu platzieren, weil man will ja auch irgendwie ein einigermaßen aktuelles und relevantes und ja, auch in gewisser Weise abschließendes Thema, wobei mir das Letztere nicht so gelungen ist, um ehrlich zu sein. Aber ich konnte es dann doch eben vom Forschungszuschnitt her eben runterbrechen auf das anwaltliche Berufsrecht im Wesentlichen. Dann ging es schon, aber abschließend ist es natürlich nicht, sich die Digitalisierung des Anwaltsberufs anzugucken. Ne? Das war ein bisschen, naja. Aber genau, das war dann so das Thema. Ich habe vorher auch noch was ganz anderes mir überlegt gehabt. Das habe ich dann aber gesehen, da gibt es irgendwie gar nichts zu, weil man will ja doch irgendwie auch ein bisschen was, ja, ein bisschen was haben, wo man ja, sich Impulse holen kann. Und das war aber 2016 wirklich alles noch in Deutschland oder auch generell, sage ich jetzt mal, deutschsprachige Literatur noch sehr, sehr wenig einfach. Und da war dann viel an englischsprachiger Literatur auch schon da. Die habe ich natürlich komplett gesichtet und dann ging es ja auch los. Ne? Also das habt ihr, glaube ich, ja auch mal in einer der Folgen gesagt, dass euer Empfinden, glaube ich, so 2017 war, dass es so richtig losging. Ja. Und das ist auch so mein Gefühl gewesen, dass es vor allem 17, 18 dann so richtig losging. Und das war dann auch wirklich eine Herausforderung am Ende, wenn da jede Woche so tolle Beiträge kommen und ich war auch auf unfassbar vielen Konferenzen, um mir auch die, ja, die ganzen Infos wirklich first hand zu holen. Das war wirklich, ja, am Ende dann schwierig, das zu vollenden und dann zu sagen, hier ist der Cut, aber das muss man natürlich auch machen. Genau, so war im Prinzip der Weg. Und wie war die Themenfindung? Konkret, also ich war ja, wie gesagt, immer in der Kanzlei auch nebenbei und das war witzigerweise so, ich habe da einen Auftrag bekommen, ich sollte für einen Festschriftbeitrag, war das damals von einem Partner, sollte ich zurecherchieren, habe ich auch total gerne gemacht, da ging es auch schon um solche Themen und da hat es aber immer noch nicht geklingelt bei mir, ja, ich habe dann rumgesucht und gelesen und quer gelesen und Hilfe, ich brauche ein Thema und so und irgendwann war dann so, das ist doch total spannend, was du hier gerade recherchierst und da gibt es irgendwie nichts und relevant ist es auch noch. Und dann bin ich zu meinem Doktorvater gelaufen und habe gesagt, wie finden Sie das? Und dann hat er gemeint, gut, und dann ging es weiter, genau. Aber hast du da schon eine technische Affinität dahinter auch gehabt oder war das ja, mehr so die rechtliche? Ja, also technisch war es bei mir schon so, ich habe den Schwerpunkt, also bei uns gibt es eben im ersten Staatsexamen wird 30% sozusagen des Examens wird schon während der Unizeit gemacht, im sogenannten Schwerpunktstudium und die restlichen 70% sind dann die Staatsprüfung und die 30% wählt man quasi selber seine Spezialisierung im Studium. Und das war bei mir schon Informations- und Kommunikationsrecht und da haben wir schon eben ganz viel auch durchaus technische Themen besprochen und das war halt immer schon die Schnittstelle zwischen Technik und Recht und da war ich dann schon immer irgendwie affin für solche Themen und ja, war dann eben auch, also man ja, hat auch dann in gewisser Weise schon die Vorstellung, was sein Doktorvater ist oder seine Doktormutter, wo man gerade ist, welche Themen die Person natürlich dann ja, vielleicht bearbeiten möchte oder betreuen möchte, besser gesagt, und da ist man dann schon auf diese Themen oder Komplexe irgendwie fokussiert dann auch. Jetzt interessiert es mich, wir haben eine Folge mit dem Professor Geroldinger gemacht über Standesrecht und gerade auch in Bezug auf Legal Tech. Was sind da so bei euch in Deutschland die größten Herausforderungen, die Anwälte mit der Verwendung von Legal Tech und mit der Entwicklung von Legal Tech
sich gegenübersehen. Jetzt speziell angesprochen, eben auf rechtliche Herausforderungen, wie du meintest, ist es schon so, da gibt es immer wieder punktuelle Dinge, die sich aber natürlich dann in der praktischen Arbeit als sehr schwierig erweisen können. Ich greife jetzt da einfach mal was raus, was aktuell einfach sehr relevant ist und was da in diese Kerbe schlägt. Das ist zum Beispiel das Cloud Computing. Also generell, ne, vor allem, wenn wir sagen, wir lagern IT-Dienstleistungen ins Ausland aus. Da gibt es, ja, sage ich jetzt mal, schon rechtliche Herausforderungen. Das ist halt einfach so eine Sache, die man sich ja außerhalb der streng regulierten Berufe nicht so vorstellen kann, dass es durchaus schwierig ist, weil es halt im Unternehmen einfach gang und gäbe ist. Ja. Aber das ist so ein Punkt. Es gibt natürlich noch zahlreiche andere Herausforderungen, wenn wir an alles Mögliche denken, vom Kompetenzaufbau bei allen Mitarbeitenden bis hin zu ja, einer viel höheren Dynamik und auch erwarteten Geschwindigkeit von Zulieferungen im Anwaltsbereich, ne, von den Mandanten, dass die teilweise auch gefährliches Halbwissen mitbringen durch eine Internetrecherche, dass immer mehr auch more for less erwartet wird. Ne? Das sind schon noch wichtige interne wie externe Faktoren. Du meinst so wie beim Arzt, die Recherche, egal was man googelt, genau. Das ist immer Krebs. Genau, genau. Und man muss erstmal lang drum herum erklären, weswegen es das nicht ist. Aber ja, das ist in Deutschland ja eigentlich wesentlich weiter, also Rechtsdienstleistungen, als sozusagen nicht anwaltliche Tätigkeiten sind ja wesentlich weiter erlaubt bei euch als bei uns. Magst du uns kurz erzählen, was geht eigentlich? Also was kann man nicht Anwalt tun, wo man vielleicht denkt, naja, das würde vielleicht schon ein bisschen noch unter Rechtsberatung fallen. Also was sind Rechtsdienstleistungen? Ja, gerne. Also bei uns ist das Ganze im Rechtsdienstleistungsgesetz, kurz RDG, geregelt, wer eben Rechtsdienstleistungen ausüben darf. Und da kann man das jetzt mal so ganz grob sagen, erstmal nur der Rechtsanwalt, die Rechtsanwältin. Daneben gibt es aber eben auch sogenannte eben nicht-anwaltliche Rechtsdienstleister und die benötigen eine spezielle Erlaubnis und da gibt es eben speziell, also es gibt aktuell gerade drei wesentliche Bereiche, in denen eben auch Nicht-Anwälte, Anwältinnen tätig sein dürfen und eine davon wird aktuell eben ganz intensiv genutzt und da spielt auch die Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs eben eine große Rolle, weil die diese Ausnahme sehr, sehr weit interpretieren und das ist die sogenannte Inkasso-Erlaubnis. Also auf Basis der Inkasso-Dienstleistungsausnahme sozusagen oder Erlaubnis, der Inkasso-Dienstleister ist da eben sehr, sehr, sehr viel möglich. Darüber hinaus gibt es noch zwei andere, die möchte ich nur kurz ansprechen, der Vollständigkeit halber. Also man darf eben aufgrund dieser Erlaubnis, wenn man sie eben bekommt, was eben keine große Hürde ist, um das so zu sagen, darf man auch noch zu Rentenberatung machen, auch im Bereich von der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung. Also Stichwort Rentenberatung, sowas geht auch und eben auch Rechtsdienstleistungen in einem ausländischen Recht sieht auch noch dieser Paragraph 10 ist es das RDG vor als entsprechende Ausnahme. Ha. Und ja, das ist so das Grundprinzip des deutschen Rechts insoweit. Also das heißt in Wirklichkeit, ich könnte ohne Anwalt zu sein in Deutschland Leute im österreichischen Recht beraten. Das kann man im Grundsatz so sagen, ja. Dass das nicht unionsrechtswidrig ist. Ja, es ist natürlich schon so, dass da geprüft wird, ne, ob die Kompetenz da ist und man muss schon natürlich für diesen Nachweis entsprechend Voraussetzungen liefern. Also das ist jetzt nicht voraussetzungslos, dass man die Erlaubnis bekommt nach dem RDG, so ist es natürlich nicht. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem eine Öffnung da, klar. Aber das heißt, solange man in Deutschland nichts hinmacht, dann ist es nicht so tragisch. Das hast jetzt du gesagt. Ganz genau, ganz genau. Wobei zum Beispiel das mit den Inkasso-Sachen ist ganz interessant, weil bei uns in Österreich natürlich kann ich entsprechende Mahnungen und so weiter schreiben und da auch Mahngebühren verlangen, aber zum Beispiel klagen oder so muss ich immer über einen Rechtsanwalt. Mhm. Außer ich bin jetzt in dem Bereich, wo ich überhaupt keinen Rechtsanwalt brauche, ja, dann natürlich, ist es egal. Klagen muss ja immer noch der Anwalt. Heißt das, die Inkasso-Büros können für den betreibenden Gläubiger klagen in Deutschland? Ja, natürlich, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Anwaltszwang vom Landgericht zum Beispiel, ne, alles was Streitwert über 5.000 Euro ist, da geht es natürlich nicht ohne Anwalt.
Ja, als solches eben haben wir ja grundsätzlich auch beim Amtsgericht keinen Anwaltszwang. Und da kann man sich ja erstmal grundsätzlich selber vertreten. Und ja. Mit dem probieren sie es ja in Österreich auch ein bisschen, die ganzen, sagen wir mal, die Massenklage Ja. österreichischer Fasson, indem man einfach sagt, mehrere Leute zitieren einer Organisation oder einem Unternehmen ihre Forderung und die klagen dann sie praktisch für sich selber ein. Wobei sowas natürlich zu Streit, weil Addition führt in aller Regel und dann sind wir ja schon beim Landgericht. Dann, deswegen habe ich sowas auch noch nie irgendwie vor dem Amtsgericht Ja, gesehen. lustigerweise, na, das machen halt dann manchmal so, wenn du sagst, ja, du hast sozusagen wie die amerikanischen Torts, die Massenklagen, die würden dann schon sich von einem Anwalt vertreten lassen. Aber das Spannende der ganzen Geschichte ist, dass wir haben, ich weiß nicht, ob ihr es in Deutschland auch habt, so Quota-Litis-Verbot, also dass du halt nicht einen Prozentsatz vom erstrittenen Betrag als Anwalt vereinbaren darfst, diese Unternehmen aber dann schon. Das heißt, die machen das mit den Leuten aus, beauftragen dann einen Anwalt, der Anwalt kriegt halt seinen Tarif bezahlt oder sonst irgendwas Fixes und so kann man ein bisschen um dieses Massenverfahren, das österreichische, herumkommen. Aber das probieren sie halt zumindest. Aber bei uns ist halt auch so, dass es schon immer wieder Unternehmen gibt. Also wir haben zwei große Themen bei uns. Einerseits die Vertragserstellung, andererseits die Rechtsberatung, wo man halt gerade als Legal Tech-Unternehmer leichter mal reinrutscht. Bei einer Unternehmensberatung geht ja natürlich sehr viel und jetzt würde es mich, also bei uns gibt es irgendwie keine, wie soll ich sagen, Bewegungen hin zu einer Liberalisierung. Wie schaut es in Deutschland aus? Da wird ja auch immer wieder diskutiert, ob nicht vielleicht doch mehr ginge im Sinne von Access to Law für die Leute, die sich keinen Anwalt leisten können. Ja, bei uns ist sehr viel in der Diskussion. Also wir sprechen ja jetzt vor allem über die eben nichtanwaltliche Seite. Da werden immer wieder Reformvorschläge gemacht. Da wurden auch im letzten oder auch im vorletzten Jahr schon immer wieder mal Entwürfe veröffentlicht, aber eben immer von Einzelgruppen oder von einzelnen Parteien, die da entsprechendes ins Rollen gebracht haben. Ich muss halt ganz klar sagen, aktuell löst es halt die Rechtsprechung, ne? Gesagt oder schon besagte Ausnahme der Inkassodienstleistungen wird so weit interpretiert vom obersten Gericht, dass es halt einfach alles nicht so problematisch ist in dem Bereich. Aber das ist halt eine Lösung auf Basis der Rechtsprechung aktuell. Und das ist halt die Frage, ob das der Königsweg ist. Ich meine nicht. Das heißt, du bist der Meinung, dass es notwendig wäre, entsprechend da neue rechtliche Grundlagen zu schaffen. Ich frage das nämlich das ein bisschen, weil wir haben mal eine Folge gehabt mit Herrn Professor Zankl, also Österreicher im Bereich Digitalisierung, und der zum Beispiel vertritt ein bisschen so auch die Meinung, es ist eigentlich nicht sinnvoll, immer neue Gesetze zu schaffen, sondern man muss nur die Gesetze, mit die man hat, mit die quasi bis zum Anschlag auslegen sozusagen. Ich finde es einen total guten Ansatz und ich stimme das so zu. Und ich habe auch in meiner Arbeit an so vielen Stellen Sachen gefunden, wo man zuerst denkt, oh Gott, wieso, wie geht das in 2020 oder 2021 zusammen mit der aktuellen Lebenswelt? Und dann irgendwie denkt man sich nochmal ein bisschen weiter rein und schaut ein bisschen an, wie das denn historisch gemeint ist und kommt aber doch also mit sehr guten Argumenten zu dem Ergebnis, das kann man alles so auslegen, dass es einfach in die jetzige Welt passt. Und ich bin absolut auch der gleichen Auffassung, dass man das an sehr vielen Stellen machen kann, aber halt einfach nicht an allen. Und in dem Bereich sehe ich das schon so, dass wir diesen 10 RDG dann noch mal ein bisschen antasten sollten oder zumindest eine Diskussion darüber führen, auch eine breitere, und eben nicht alles eben auf der Basis der Rechtsprechung zu haben. Aber grundsätzlich stimme ich da dem Herrn Zankl sehr zu. Es ist ja in Deutschland, wie ich es verstanden habe, so, dass ja der Konkurrenzdruck gerade unter Anwälten stärker ist als bei uns. Und dass zum Beispiel so Sachen, die in Deutschland gang und gäbe sind, wie Abmahnanwälte, sind ja bei uns, sagen wir mal, alle heiligen Zeiten probiert es einmal einer, aber meistens wird er dann irgendwann gesteinigt oder ähnliches. Glaubst du, dass es überhaupt was wird, wenn jetzt wirklich da so ein Druck von der Anwaltschaft ist, zu sagen, schaut's Leute, wir haben eh schon genügend Konkurrenz untereinander, wir brauchen jetzt nicht auch noch Leute, die
Nicht-Anwälte sind, die uns sozusagen das Geschäft abgraben? Zwei Dinge dazu, also zu den Abmahnanwälten, Anwältinnen, da gibt es auch hierzulande dann Bestrebungen, das jetzt auch ganz aktuell immer einzudämmen, ne? Zu sagen, hier ist irgendwo Rechtsmissbrauch und dann geht es einfach nicht mehr. Also da wird auch schon dagegen gesteuert, mit Recht, ja. Also das ist aber auch wirklich ein Thema. Und das Letzte, was du angesprochen hast, ist natürlich genau der Grundkonflikt. Und das ist auch eine ganz wichtige Sache, die da hier angesprochen wird. Zu sagen, ja, wo kann sich denn die Anwaltschaft denn platzieren auf diesem Feld, auf diesem hoch umkämpften Bereich, wo es doch auch wirklich sehr viele, ja, sehr viele Einflussfaktoren gibt, ja, die da irgendwie negativ auch wirken. Aber ich finde halt schon, also blicken wir der Realität ins Auge. Es wird nichts nutzen, das irgendwie, ja, zu unterbinden, weil dann werden sich die Leute das Ganze eben weiterhin im Internet oder auch durch ausländische Anbieter holen, ja. Also das wird nicht so sein, als dass dann Deutschland die Insel der Glückseligkeit ist und da gibt's das nicht und alle gehen brav zum Anwalt, zur Anwältin. So wird das nicht sein. Der Markt wird sich so entwickeln, weil der Verbraucher, die Verbraucherin eben dafür anscheinend einen Nutzen sieht. Und deswegen muss der Ansatz ein anderer sein. Der Anwalt, die Anwältin muss eben schauen, wo kann ich selber in diesem Markt bestehen und was ist an meinen Strukturen, an meinen Prozessen, vor allem an meinen Abläufen, möglicherweise noch nicht so optimal und was lässt sich da verbessern und vor allem auch mein gesamtes Geschäftsmodell einfach auch mal anzugucken. Und da bin ich nach wie vor der Meinung, wenn man in solche Reflexion geht und in dieser Hinsicht sich optimiert und effektiviert, dann wird da auch immer werden gute wirtschaftliche Zahlen sein, denke ich jetzt mal ganz naiv und bin wirklich der Meinung, dass dann auch nicht die Anwaltschaft gefährdet sein wird, weil es einfach wichtig ist und weil es ganz viele Themen gibt. Da habe ich aber auch noch keine nichtanwaltlichen Rechtsdienstleister, die mir da weiterhelfen. Und es gibt auch immer noch Faktoren, Menschlichkeit, ne, Verständnis, Vertrauen, die wird uns kein Tool ersetzen. Das bedeutet in Wirklichkeit, man kann jetzt so in die Richtung denken, dass man sagt, man kann den Apotheker ersetzen, aber nicht unbedingt den Arzt. Ja, in die Richtung geht's, wobei natürlich der Apotheker, die Apothekerin auch nochmal wertvolle Tipps geben kann, ne, zur Einnahme, wie auch immer. Aber ja, es wird auf jeden Fall in die Richtung gehen, glaube ich. Und das ist halt nicht einfach nur dahergesagt mit diesen auch menschlichen Sachen und diesen Skills, die eben aber auch die menschliche Kommunikation halt einfach mit sich bringen. Ich meine, wir sehen das alle gerade, ja, gerade in dieser Corona-Situation. Wie sehr freuen wir uns alle mal wieder auf eine Konferenz in Präsenz. Also ich freue mich da unfassbar drauf, was auch immer die sein wird. Ich finde das einfach total schön, den persönlichen Austausch auch, obwohl das natürlich alles auch total viele Vorteile hat und richtig schön ist, auch über Distanz zu kommunizieren und da entsprechendes möglich zu machen. Und da passieren richtig tolle Sachen, aber es ist halt nicht das Wesen des Menschen. Ich muss da jetzt vielleicht noch mal ganz kurz nachlegen. Danke fürs Statement. Nicht, dass unsere Hörer glauben, ich halte irgendwie nichts von Apotheke oder sowas. Das ist mir jetzt nur wichtig. Nicht, dass wir dann irgendwie ein Bashing kriegen oder so. Du verlierst Was ich damit sagen unsere wollte, ist zwei das, dass es. Apothekerhörer jetzt gerade. Ja, genau. Und darum muss ich jetzt gleich Reparation machen, also gleich einen Beschwerden virtuellen an Canossa-Gang. michael@nerdsoflaw.com. Was? Die E-Mails oder was? Ja, den Shitstorm sollst du persönlich schreiben. Ja, perfekt, wunderbar. Na, ich würde nur sagen, was ich damit eigentlich meine, ist das: Es gibt einen Bereich, den kann ich als Apotheke gut abdecken und einen Bereich, den kann ich als Arzt gut abdecken und am besten funktioniert es für einen Kunden, wenn man zusammenarbeitet. Und das wollte ich eben auch dazu sagen, dass wenn Rechtsdienstleister gewisse anwaltliche Felder ersetzen können, dann ist es wichtig, dass wir uns auf die anderen konzentrieren und sonst vielleicht auch entsprechend zusammenarbeiten zum Wohl vom Mandanten. Aber eben genauso wie du es gesagt hast, das hält ja keinen Anwalt davon ab, das Gleiche zu machen, wenn er seine
Prozesse grad zieht, wenn er sich super aufstellt und wenn er ein tolles Produkt anbietet, heißt es ja nicht, dass er es nicht gleich machen kann. Dass er sagen kann, okay, ich habe ein Legal Tech Tool, das automatisiert, weiß ich nicht, einen großen Teil unserer Klagen. Zum Beispiel in Österreich ein Kollege, der Kollege Skribe hat auch darüber geschrieben, ich weiß es nicht, wie viele tausend Mandanten er hat im Zusammenhang mit Flugverspätungen und Entschädigungen. Aber da kann ich sagen, okay, da habe ich dann sozusagen ein fast automatisiertes Fixeinkommen und kann dann am Rest vielleicht sogar ein bisschen lockerer arbeiten. Ja, finde ich total intelligent. Wenn es jetzt um die juristische Weiterbildung geht. Ich habe gelesen, dass du mittlerweile auch unterrichtest bei einem LLM-Studium im Bereich Legal Tech, was es in Regensburg gibt. Und ich war natürlich gleich ganz Feuer und Flamme, wollte mir das anschauen und habe mir gedacht, ein Legal Tech-Studium, was Präsenzlehre ist. Ist das nicht ein Paradox? Berechtigte Frage, berechtigter Einwand, also aktuell natürlich zwangsweise online, ne? Also es ist alles natürlich nicht in Präsenz, ne? Nicht, dass ich die Beschwerde-E-Mails bekomme, nee, also wir machen alles virtuell aktuell. Berechtigter Einwand aber, ne? Warum ist es nicht voll digital als Legal Tech LLM? Ich habe auch da erstmal gestutzt und habe danach gefragt und habe mich da mit den Koordinatoren zusammengesetzt und der Hintergrund ist tatsächlich auch das, was wir schon ein bisschen jetzt in unserem Gespräch hatten, nämlich genau der Austausch. Das ist so eine tolle Gruppe, also ich kann ja nur schwärmen, ja, von den Studierenden, weil die haben so unterschiedliche Hintergründe. Also es ist ja ein Weiterbildungsmaster, also man bedarf schon eine gewisse Berufserfahrung, was so toll ist, auch irgendwie im Gespräch auch, weil natürlich, also ich bin sehr gewohnt, dann an der Uni auch teilweise eben Vorlesungen zu halten vor Studierenden und das macht auch genauso viel Spaß, aber es ist natürlich auch nochmal eine sehr große Bereicherung, wenn man das so hört von den verschiedenen Hintergründen, die die Personen mitbringen und wo die auch arbeiten und was die schon gemacht haben, das bereichert das auch ungemein. Und deswegen war man auch vor diesem Hintergrund, dass sich die Gruppe auch vernetzt und dass sich die Leute eben auch mit den Dozierenden, aber natürlich auch austauschen. Das war der Hintergrund der Präsenzzeiten, die aber auch sehr verträglich, meine ich, ausgestaltet ist. Also das ist jetzt nicht, dass man da vor Ort sein muss das ganze Semester, sondern das ist eben auch in gewisse Präsenzzeiten aufgeteilt. Und genau. Und weiß ich nicht, soll ein bisschen noch inhaltlich was erzählen? Ja, bitte gern, bitte gern. Ich habe mir nur gedacht, das war so ein, das hätte mich interessiert und ich hätte mir das echt angeschaut, aber sagen wir so, die Zeit da nach Regensburg zu fahren, hätte ich nicht. Vielleicht, ne, wenn man sich das dann anguckt, dass es doch nicht so wild ist von den Zeiten her, dann kann man sich vielleicht nochmal überlegen, aber ich verstehe es natürlich total, ne, auch mit Reiseweg und so, aber wie gesagt, glaube ich, weiß ich jetzt nicht, wie es im nächsten Semester ist, können wir ja alle nicht sagen, aber aktuell ist es tatsächlich alles online. Ich meine, dabei habe ich jetzt noch 1,5 Jahre für einen anderen Master vor mir, also na dann. Danach, aber ich habe schon drauf gespechtelt. Aber bitte, ja, was mich interessiert, was sind so die Inhalte? Also ist es auch sehr technisch und was gibt es da alles? Gerne, so einen kleinen Überblick. Also es ist so, das finde ich halt auch total schön, dass es eben neben dem rechtlichen auch einen ganz starken technischen Fokus drin hat. Es ist so, dass man da auch eben Grundlagen von Programmierung und Softwareentwicklung mit reinnimmt oder mit reingenommen hat und da auch wirklich entsprechende Module sich da ganz intensiv dem Thema widmen und da auch an praktischen Beispielen das auch wirklich, ne, ich meine, ist ja, kann man ja so sagen, auch programmieren wie Fahrradfahren, das lernt man nicht in der Theorie, das muss man ausprobieren und das muss man selber machen und das ist so das eine, dass man wirklich auch die starke technische Seite hat und zum Beispiel eben auch sowas wie das Modul Data Science und auch Big Data, das finde ich halt total gut auch, dass wir eben sagen, sowas wie E-Discovery, Expertensysteme, guckt man sich eben an und auch ein bisschen intensiver an und hat da auch die entsprechenden Fachleute, die da ganz, ganz tolle Lehre machen und das ist auch so der Bereich, wo ich sage,
da würde ich mich gerne selber reinsetzen und da mitmachen. Also es geht wirklich genau in diese zwei Bereiche rein. Also das eine natürlich der starke rechtliche Sektor, wo ich ja auch Lehrende bin und den eben auch diesen technischen Bereich mit ganz tollen und spannenden Inhalten. Zum Beispiel haben wir auch drin, das kann ich vielleicht auch noch so ein bisschen hier darstellen, weil ich das toll finde, dass wir auch so die Querverbindungen zur Wirtschaftspsychologie sogar auch mit drin haben. Und auch zum Beispiel so einer Frage nachgehen, wie man Ängste, die mit der Digitalisierung einfach auch notwendigerweise einhergehen, überwinden kann. Das finde ich auch Sachen, die natürlich wahnsinnig wichtig sind, aber die man, sag ich jetzt mal, in seiner Jurawelt häufig einfach natürlich mit seinem Werkzeugkasten des Rechts nicht beantworten kann, weil das natürlich andere Disziplinen sind, die wahnsinnig wertvoll sind und die wir aber in diesem Bereich natürlich ja, berücksichtigen müssen. Ich finde das extrem spannend. Und wie schaut es aus mit Prozess-Projektmanagement? Ist das auch ein Teil? Weil ich habe immer das Gefühl, dass das was ist, was Anwälte gern unter den Tisch fallen lassen. Und du hast das ja selber schon erwähnt. Anwälte müssen die Prozesse gerade ziehen. Und in der Technik ist das ja noch wichtiger. Katharina, du sprichst mir aus der Seele. Also, das ist absolut mit drin und das finde ich auch sehr, sehr gut. Das ist tatsächlich auch eins der ersten Themen, die die Studierenden vorgesetzt bekommen. Und ja, unbedingt und ganz, ganz wichtig, ich stimme so zu. Jetzt mal abgesehen von dem LLM, den du sicher nicht, wie man hört, wärmstens empfiehlst, wenn man es nicht die Möglichkeit hat, was ist das, was du sagen würdest, das sollte jeder Jurist, jeder Anwalt über Technik und über Legal Tech wissen, sonst hat er in der Zukunft einfach keine, sagen wir, keine Berufschancen oder einfach ein schlechteres, härteres Leben. Ja, abstrakte Begriffe mit weiteren zu umschreiben können Juristen ja sehr gut. Deswegen fange ich da auch mal an und würde mal sagen, ne, das ist das alles, was ich sage, sei es technisches Grundverständnis, ja. Und da kann man natürlich jetzt reingehen und ich würde es auch versuchen, plastischer zu machen. Ich sage jetzt mal als Beispiel, es sollte schon jeder zumindest im Grundsatz wissen, was ein Algorithmus ist und was der macht. Da muss ich jetzt nicht die Fachbegriffe dann komplett wissen, aber ich finde schon, dass das so ein Thema ist, man sollte wissen, was das ist, weil halt so häufig einfach die Begriffe ja auch teilweise falsch verwendet werden oder einfach auch gerade unter dem Begriff KI, was dann ehrlich gesagt dann auch häufig auch nur eine KI-Methode ist oder wie auch immer, einfach fallen und man schon irgendwie davon einfach zumindest grundlegendes Verständnis in diesen technischen Begriffen haben sollte. Ich kann nur sagen, ich habe für mich persönlich den Kurs Elements of AI gemacht. Ich weiß nicht, ob den alle kennen. Das ist ein Kurs, der wurde ursprünglich von der finnischen Staatsregierung für die finnischen Bürgerinnen und Bürger entwickelt, kostenfrei, damit die sich eben ein gewisses Grundverständnis im Bereich der AI aneignen. Und das geht aber noch weiter. Also das ist auch total grundlegend. Geht aber teilweise schon auch tief rein. Das ist auf ein paar Wochen angelegt, wobei da aber immer berücksichtigt wird, dass man nur ein paar Stunden in der Woche arbeitet daran. Und das wurde eben jetzt, oder was heißt jetzt, ist auch schon wieder ein bisschen her, aber das wurde für ganz viele Sprachen, unter anderem auch in Deutsch, wurde das kostenfrei auch übersetzt und ist frei im Internet zugänglich. Elements of AI findet man das. Ja, Und das cool. habe ich gemacht. Es war, ich meine, es war um diese Zeit vor einem Jahr, wo ich mir so zwischen den Jahren und Jahresanfang so die Zeit genommen habe, um das auch in einem Stück zu machen. Das fand ich auch irgendwie schön, dass das dann irgendwie auch so in einem war. Das war dann nochmal intensiver. Und wie gesagt, es ist kostenfrei und das hat nochmal irgendwie ganz viel für mich irgendwie an Kompetenzen auch mitgebracht oder wo ich gesagt habe, das war neu für mich und war total interessant, in sowas einzutauchen. Also ich glaube, so einfach dieses Grundverständnis, diese paar grundlegenden Themen, die sind wirklich wichtig für alle Juristinnen und Juristen. Absolut, absolut. Jetzt weiß ich schon, was ich am Feiertag am Mittwoch mache. Wir werden natürlich den Kurs entsprechend in die Shownotes verlinken. Jetzt würde es mich interessieren, als technikaffiner Legal Tech, Soon-to-be-Anwalt, was sind so deine Lieblingstools? Womit arbeitest du, ob das jetzt Software oder Hardware ist, wo du sagst, ja, das kannst du empfehlen,
Das sind geile Dinge. Muss ja hier aufpassen, die Neutralität zu wahren. Ja? Ich bin ja immer auch in Entwicklungsprojekten dabei Ach und so, darf auch, ja, Neutralitäten. Es deswegen. gibt einen Grund, warum es manche Folgen bei uns im Podcast noch nicht gibt, weil manche von uns ist gleich ich, der weniger neutral sind. Verstehe ich total. DeepL. Ich finde, es erleichtert so viel, ne? Diese Übersetzung ist teilweise schon so gut, zumindest für den ersten Aufschlag, und ich liebe es. Und ich finde einfach so als ersten Entwurf, und dann natürlich kann man es anpassen, aber ich liebe es. Und ich arbeite beinahe täglich mit DeepL, um Übersetzungen zu machen. Absolut, absolut. Also ja, ich habe auch natürlich das Pro, weil ich viele Dokumente natürlich ganz RGB zweisprachig mache, aber ich denke mal, wenn ich jetzt ausnehme, ich hätte einen Studenten, der, auch wenn er ganz gut Englisch kann, hätte ich, glaube ich, ähnlich viel zum Überarbeiten, beziehungsweise kann ich auch die DeepL-Übersetzung Studenten geben. Aber es erspart einem schon so viel Tipperei. Es ist so dieses erste Mal runterschreiben, aber tippen lernen ist jetzt nicht unbedingt im Studienplan. Und ich Das meine, stimmt, wobei das ja auch ein Thema ist tatsächlich, ne? Jetzt auch mit den ganzen Staatsexamen. Ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber bei uns wird da gerade jetzt auch in vielen Ländern das wirklich umgestellt, auch auf das, ne, E-Examen, was halt bedeutet, zumindest das Ganze nicht mehr handschriftlich abfassen zu müssen, na, was ich das müssen für wir schon lange absolut immer, Gott sei Dank. okay, gut. Also wir sitzen vor dem Computer und der hat nur Zugang zum Intranet. Also dort haben wir dann unsere Rechtsdatenbanken, aber wir können auch noch Bücher bestellen. Und die, die nicht tippen können, bekommen eine Schreibkraft, aber die müssen es dann sozusagen live diktieren. Also das ist jetzt nicht so, dass die nicht tippen können, dort sitzen mit dem Diktiergerät und dann gibt es eine Schreibkraft, sondern das muss man dann irgendwie live machen. Ich habe es mal gar nicht geholt. Ja, also es gibt Leute, die sich's nur holen sozusagen zum Korrekturlesen. Mich hätte das in Wirklichkeit nur rausgebracht. Also bei uns ist so in den, also Straf- und Verwaltungsrecht war es bei mir zeitlich so, dass ich genug Zeit gehabt habe, mir selber durchzulesen. Und Zivilrecht schreibst du von, also bei uns sind es 8 Stunden, von 8 bis 16 Uhr schreibst du durch. Da hast du einfach keine Sekunde. Da würde ich nicht einmal zu jemandem Hallo sagen wollen, wenn er reinkommt. Also ja, also da würde ich jetzt niemandem jetzt auch noch was diktieren wollen, aber das ist natürlich, also da gibt es immer wieder Stimmen, die sagen, ja, sie hätten gern, dass man das sozusagen in ein Diktiergerät diktiert, aber ich sag, ich kann das sowieso gar nicht. Aber Michael, du hast auch selber geschrieben, oder? Bei der Anwaltsprüfung habe ich damals diktiert, ja. Ich habe damals eine Schreibkraft gehabt. Also ich habe nicht selber geschrieben und es war eine gewisse Kunst. Wenn man dann immer einen Teil diktieren muss, dann holt man sich den anderen Teil wieder, liest den wieder, verbessert ihn unter Umständen und dann schaut man, dass das alles in eine entsprechende Geschichte, dann eine entsprechende Gestalt auch hat. Ja, vor allem, du musst das Und es sowieso geht eben 8 Stunden Notizen durch. machen. Weil die Leute kommen ja erst gegen Mittag oder so, dann musst du sowieso den ganzen Vormittag irgendwie Notizen machen oder zumindest irgendwas hinschreiben, ob es jetzt handschriftlich. Also, nein, mir wird das stressen, es war so schlimm genug. Ich weiß ja nicht, wie es in der Schule ist, in Österreich, aber bei uns ist es teilweise an den Gymnasien einfach nicht Standard, dass man 10 Fingerschreiben lernt, und das finde ich schon auch. Also es ist ein Vorteil. Also ich habe den Weg über die Realschule gemacht und da war das Standard, das zu lernen. Und das hat mir schon auch im Studium total geholfen, das einfach zu können, weil man halt viel schneller ist als Leute, die halt irgendwie 2 Fingersystemmäßig oder 3 da irgendwie rumsuchen müssen auf der Tastatur. Zwar auch irgendwann schneller werden, aber das ist schon auch ein Thema. Da muss man, finde ich, jetzt auch agieren, wenn das alles dann bei uns jetzt dann mal endlich am PC funktioniert, dass man dann aber auch schaut, dass man vielleicht auch in der Uni noch entsprechend irgendwie Kurse zumindest anbietet, weil das natürlich dann auch ein Nachteil ist für die Leute, die schnell schreiben können. Ich meine, es gibt genügend Leute in meinem Alter, die gar nicht tippen können. Oder ich meine, der Michael ist auch einer, mehr so Adlersuchsystem. Ich habe es in der Schule, also ich habe schon in der Unterstufe, aber das war ein Freifach, Maschinenschreiben, damals noch auf elektronischen Schreibmaschinen. Aber ich war schon als Teenager ein passionierter Chatter und da lernt man dann recht schnell tippen. Und dann in der Oberstufe habe ich ja Informatik-Gymnasium gemacht. Das heißt, da war auch, ich habe auch im Programmieren maturiert. Also das ist dann doch noch ein bisschen anders gewesen. Aber
das ist definitiv ein Vorteil, weil ich kann mich erinnern, ich war in Kanzleien, die meinen, ja, du musst diktieren lernen, du musst diktieren lernen. Ich denke mir so, in der, wenn ich eh, also ich bin ja eh im Büro, wenn ich diktiere. Es ist ja nicht so, dass ich spazieren gehe, während ich diktiere. Das geht allein aus Geheimhaltungsgründen schon nicht. Und wenn ich schon im Büro bin, ich tippe mindestens gleich schnell, als was ich rede. Und ich bin ein so visueller Typ, und das ist halt natürlich eine Persönlichkeitsgeschichte, dass ich ja gar nicht weiß, was ich gerade gesagt habe. Ich habe es einmal probiert und ich habe meine Sekretärin das ganze Büro lachen gehört. So, warte, habe ich das vorher gesagt? Wenn ich es nicht gesagt habe, muss doch den Satz irgendwo Oh, reinschreiben. Und machen wir da jetzt ein neues Kapitel? Vielleicht sollten wir das umdrehen. Also, als ja, jemand, der das schon ist. häufig früher in meiner Ausbildung, das habe ich nicht dazu gesagt, aber auch vom Band geschrieben habe, weiß ich, dass das sehr witzig ist, wenn sich die Personen selber in vielem nicht mehr sicher sind. Ja, also ich bin da absolut, also das Einzige, was ich so ein bisschen geschafft habe, waren so Aktenvermerke oder so Notizen, also so interne Notizen, wo ich jetzt einfach was runter erzählt habe und das sozusagen dann in irgendeinem Ordner verschwunden ist. Ja, aber das wirklich, das war es dann auch schon und das habe ich dann auch nur gemacht, wenn ich unterwegs bin, weil es so irgendwie Spracherkennung, wie es der Michael verwendet, das ist auch wieder was. Ja, wenn ich eh vor dem Computer sitze, dann. Naja, da bin ich schon irgendwie der Meinung, dass, also das glaube ich, kann schon auch ein Vorteil sein, aber genau wie du sagst, es ist eine individuelle Arbeitsweise, aber natürlich je nachdem, wie sehr man das auch wieder trainiert mit eigenen Wörtern, ne, und mit der Jurasprache, Das kann ist es es auch schon wieder, sich selber schon gut, glaube ich, verbessern auch. Und ich glaube schon, dass da viele einen Vorteil daraus ziehen. absolut. Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine Use-Case-Geschichte. Also ich glaube, wenn du Ja. zum Beispiel jemand bist, der viel im Auto sitzt, Hm. wo du sagst, du kannst laut diktieren, Ja. dann wäre das eben was, wo du sagst, okay, hey, mach Dragon auf, was auch immer. Ja. Aber ja, wenn ich im Auto bin, dann telefoniere ich oder ich nutze die Zeit zum Podcast hören und sonst bin ich hier entweder im Zug oder in den Öffis oder eben vor dem Computer. Wenn ich im Zug sitze, da kann ich natürlich nicht diktieren und da Ja. schreibe ich auch lieber. Also es ist, bei mir war es immer so, dass ich mir nie die Zeit genommen habe, es zu lernen, weil ich halt den Use Case bei mir noch nicht gesehen habe. Aber ich verstehe das, wenn es jemand hast, der einfach urlangsam tippt zum Beispiel Ja. und strukturiert genug das diktieren kann und das gut Ja. geübt hat, dass das voll funktioniert. Aber ja, tippen ist definitiv etwas, was man können sollte. In Wirklichkeit sollte man das hat noch nie jemand gesagt, aber das sollte man wirklich bei den technischen Skills eines Juristen Ja. entweder tippen können oder diktieren können. Genau. Es ist alles teilweise, man muss an Basics ansetzen. Also wie viel man diskutiert über Ersetzung von Richterinnen und Richtern durch Robo ja, Judges, sollte man vielleicht auch mal sowas drüber nachdenken. Ne? Es ist alles wirklich, geht einher mit Basissachen und Basics, die einfach auch sowas beinhalten, ja, dass das halt einfach auch eine totale Arbeitserleichterung ist, wie du sagst, etwas schnell zu tippen oder schnell zu diktieren, je nach eigenem Gusto. Ist halt auch ein Thema. Ja, also ich habe das zum Beispiel teilweise schon mal probiert. Also wenn ich jetzt, weiß ich nicht, mit Kollegen zusammengesessen bin oder in Meetings bin und mir selber Notizen machen, ich kann fast live mittippen, wenn sich die Leute jetzt nicht irgendwie überschlagen. Aber das ist halt einfach was. Ja, ich meine, gut, da sind natürlich noch 15 Tippfehler drin, aber für das, also das Korrigieren nachher. Ich bin dann eben mehr derjenige, der dann sagt, mir wäre es mehr geholfen, wenn jemand drüber liest auf Schmoren, Ich Tippfehler. weiß noch, als ich das gelernt habe, tatsächlich auch, das war, wir mussten dann auch blind schreiben, ne, und man wurde dann auch ein Blatt auf die Finger gelegt. Und ja, das ist am Anfang schon auch schwierig irgendwie. Aber genau, dann wird man immer auch fingerfertiger und vor allem, wenn man die gleiche Tastatur häufiger benutzt, das ist ja auch gut, wenn man sich da ja auch tatsächlich total dran gewöhnt, auch von der Sensibilität der Tasten auch, gell? Das ist ja auch total unterschiedlich, nicht, dass man jeden Buchstaben zweimal antippt oder welche gar nicht, weil sie so hart irgendwie sich antippen lassen. Aber ja, jetzt wird's ein Nerdy-Tip-Talk hier. Ja, aber es ist etwas, was, wie gesagt, den Tipp hat noch keiner gegeben und du hast absolut recht. Wir reden sehr viel über Spracherkennung und was weiß ich was, aber das ist was einfach keiner erwähnt. Und das ist zum Beispiel für mich, wenn ich jetzt in einem Meeting sitze mit der Mandanten. Ich kann den Laptop neben mir
neben mir stehen haben, mittippen und ihm in die Augen schauen. Und das ist halt auch was, natürlich schaue ich halt immer wieder hin, aber selbst wenn ich mal kurz einen Buchstaben verfehle, dann weiß ich noch immer, was ich gemeint habe. Ist noch immer was anderes, wenn du dort sitzt, die ganze Zeit das Diktiergerät. Oder wenn ich jetzt handschriftlich Notizen mache, das ist natürlich auch für mich ein absolutes Problem, warum ich tippen kann und wo, glaube ich, für mich eine schriftliche Anwaltsprüfung eine absolute Horror gewesen wäre. Ich habe eine Sauklaue. Ja, die haben viele auch hier. Deswegen ist Also. es auch schlimm für Korrektoren. Ich kann meine eigene Handschrift einen Tag später nicht mehr lesen. Das heißt, ich habe vielleicht ein bisschen ein Kritzel-Notizblock am Vor allem gerade Schreibtisch in der stehen. Stresssituation, ne? Also wer formt das schon auf die Buchstaben schön? Es ist ja auch klar. Aber einigen wir uns darauf, tippen ist das neue Englisch können. Ist das nur Englisch? Das wird jetzt der Podcast-Folgentitel. Ja, ich habe es mir gedacht. Oh Gott, sehr Richtiges genial. Wiegeltag mit der Lovefluencerin wieder. Ich glaube, das ist ja auch ein guter Punkt, um den Wrap-up zu machen, nachdem der Michael kurz verschwinden musste. Darf ich wieder die letzte Frage stellen? Star Trek oder Star Wars? Star Trek. Ich glaube, das ist die richtige Antwort, Ja. obwohl wir das nie behaupten, wenn die Leute Star Wars sagen. Liebe Christina, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Ich bedanke mich. Es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Es war eins der witzigsten und lustigsten Podcast-Interviews, die ich je hatte. Und ja, bedanke mich ganz herzlich für den schönen Start in den Tag. Danke, dass ihr beim Nerds of Law Podcast zugehört habt. Auf unserer Webseite nerdsoflaw.com könnt ihr das Impressum, Datenschutzinformationen und viele spannendere Dinge finden. Dieser Podcast ist durch eine Creative Commons by Non-Commercial 4.0 International License geschützt. Das bedeutet, ihr dürft den Podcast kopieren, mit Freunden teilen, mit der Information, wo der Podcast herkommt und ihn nicht für kommerzielle Zwecke verwenden. Das Urheberrecht für die Musik liegt bei Mick Bourdais. Ihr findet seine Webseite unter mickbourdais.com. Live long and prosper. Eure Nerds of Law.